Hallo miteinander bei mir in der Autoküche. Heute machen wir ein richtig tolles Wild auf asiatische Art. Dazu habe ich hier ein falsches Filet, Semmerrolle oder Schalenrolle auch genannt. Ein ganz butterzartes Stück vom Hirsch. Dazu machen wir geschmorte Kürbiswürfel mit Äpfel und dazu auf dem Feuer gegrillte Shiitake-Pilze. Mein Name ist Tom Heinzle. Ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Aber starten werden wir jetzt zuerst mit dem falschen Filet vom Hirsch. Ich habe hier das Eck schon vorgeheizt auf 240 Grad und mache jetzt einfach mal um dieses falsche Filet ein schönes Branding rauf. Und zwar, das Branding ist nur dafür da, damit ich ein schönes Grillaroma ins Fleisch reinbringe. Das heißt, ich drehe das einmal über den Rost und schaue, dass ich rundum ein Branding habe. Dass, wenn ich das später in Scheiben aufschneide, dass auch wirklich jedes Stück sein Grillaroma bekommt. Jetzt haben wir es einmal in die Richtung über den Rost rollen, dass ich das schöne Rost abgezeichnet auf dem Fleisch, und dann machen wir es noch in diese Richtung. Einmal längs, einmal quer. So. Und jetzt Gegenrichtung. Ein Wild braucht generell nicht so starke Röstaromen wie ein Rind oder ein Schwein, weil ein Wild ein ganz zartes Fleisch ist. Und so ausgeprägte Röstaromen oder ein starkes Branding einfach ein bisschen vom Geschmack eher stören würden bei einem Wild. Wenn das rundum jetzt leicht gebrändet, jetzt lege ich das auf so einer Gitter darauf und dann nehme ich mein wildes Barbecue-Gewürz. Wildes Barbecue. Hat wahnsinnig schöne Aromen nach Zimt, nach Piment, nach Nelke, nach Vanille, nach geräuchertem Paprika. Wunderbar gut. Und hier nehme ich noch dazu eine gute Teriyaki-Soße. Und mit Teriyaki-Soße pinsel ich mal das Fleisch rundum ein. Schön großzügig einpinseln. Das ist praktisch ein Geschmacksgeber, also gleichzeitig ein Haftgrund für mein Gewürz. Jetzt nehmen wir das wilde Barbecue-Gewürz und tue das ganz großzügig rundum einwürzen. Oh, das riecht schon. So, gut. So, und dann hat als zweite Schicht nochmal Teriyaki-Soße. Als letzte Schicht kommt jetzt gerösteter Sesam auf das Ganze raufgestreut. Gerösteter Sesam. Wie eine Panade. Es gibt ein wahnsinnig tolles, nussiges Aroma ins Ganze rein. Okay. Und jetzt geht es an die Beilage. Ich habe hier schon fein gewürfelter Kürbis, eine Pfanne. In die Pfanne rein kommt etwas Olivenöl. Habe hier den Brei schon vorgeheizt. So, Olivenöl heiß gemacht, dann wird der Kürbis kurz angeschmort, kommen die Äpfel dazu und dann wird das Ganze mit Honig noch verfeinert und mit Weißwein abgelöscht. Und zum Schluss mit Ding Ding, meinem asiatischen Grillgewürz gewürzt. Bleibt gespannt. So, Kürbis.
etwas Honig. Bumm! So, das kommt natürlich wieder raus. Und ganz wichtig zu wissen, die Rezepte, die wir bei mir bei den Videos machen, die funktionieren auf jedem Grill. Es geht eigentlich nur um direkte und indirekte Hitze, aber ob Gas, Elektro, ob Kamado, ob offenes Feuer, funktionieren dann die Gerichte überall. Jetzt das Ganze mit Weißwein ablöschen, dann grüner Veltliner, alte Reben. Das Ganze mit dem Ablöscher und schön einkochen lassen. Ich würze das jetzt sofort jetzt mit dem Ding Grillgewürz, dass ich schon die asiatischen Noten reinbringe und ganz am Schluss, also 3-4 Minuten bevor es fertig ist, kommen dann die Äpfelwürfel dazu, weil die Äpfel, die schmoren ja viel schneller durch, wenn sie so klein geschnitten sind. Und die machen wir das Ganze noch etwas sämiger, also wie nur mit diesen Kürbissen, mit dem Gewürz. Aber das kommt schon gut. Also, jetzt bauen wir den Grill um auf indirekte Hitze. Wir haben ja den Hirsch jetzt direkt angegrillt. Ich hole jetzt den Rost raus. Beim Gasgrill würde es heißen, einfach, wenn man drei Brenner hat, den mittleren ausschalten, dass man indirekte Zone schaffen kann. Genauso aber beim Elektrogrill. So, der braucht jetzt eine kurze Zeit, bis der runtergesenkt ist auf die 160 Grad, die ich will. Und dann kommt der Hirsch rauf fürs Finish. So, der Kürbis ist schon ganz glasig gekocht, der schaut wunderbar aus. Jetzt tun wir noch ein paar Äpfelwürfel dazu, dass das Ganze noch eine leichte Süße kriegt. Und die Äpfel brauchen aber nicht lang, bis sie durchgeschmort sind, und kommen die ganz am Schluss dazu. Jawohl. Voilà. Das ist ein süßlicher Apfel, ganz bewusst, dass wir wirklich Süße reinbringen, und einer, der schon sehr reif ist, dass er auch relativ schnell verkocht. Schaut gut aus, gefällt mir. So, das Big Green Egg hat jetzt 170 Grad. Jetzt lege ich dieses Stück Hirsch in die indirekte Hitze und lasse es zu einer Kerntemperatur von 54 Grad ziehen. 54 Grad, für mich die ideale Kerntemperatur für Rind, Lamm und Kurzbratstücke vom Wild. Okay, ganz zum Schluss, kurz bevor das Fleisch fertig ist, kommen noch die Pilze ins Spiel. Nehmen wir dann Behälter her, dann ein feuerfestes Gemüse. Da kommen die Pilze da rein, etwas Olivenöl drüber. Und ganz leicht Salz. Am besten das Grillsalz. Jetzt nehme ich das Ganze, gehe zum offenen Feuer und tue es direkt in der Flamme rösten. Wenn man jetzt keine offene Flamme hat, kann man es natürlich auf dem Gasgrill machen. Und zwar das Sieb auf der Rost auflegen und die Pilze bei voller Hitze mit einem Löffel umdrehen. So, Wild ist fertig, Gemüse ist fertig. Damit dieses Kürbis-Apfel-Gemüse. Nochmal zur Erinnerung, wir haben in Olivenöl die Kürbis angeschmort, mit Weißwein abgelöscht, das Ganze circa mit Ting, meiner asiatischen Gewürzmischung, gewürzt. Und dann dauert das Ganze circa 25 Minuten, bis es weich geschmort ist. Natürlich mit Weißwein abgelöscht. Und die letzten 5 Minuten kommen fein gewürfelte süße Äpfel dazu. So. Dann haben wir hier die Pilze. Die Pilze haben wir nur mit Olivenöl und etwas Salz gewürzt und dann auf dem offenen Feuer circa 5 Minuten geschwenkt.
dass sie so schöne Röstaromen rumkriegen. So, Pilze dazu. So, Janne. Jetzt haben wir das Fleisch vom Grill. Das Fleisch haben wir ja am Anfang scharf angegrillt. Und zwar einmal längs über den Grillrost gerollt und dann einmal quer mit ganz leichter Röstaromen, weil die Wild nicht wirklich starke Röstaromen braucht. Dann mit Teriyaki-Soße glasiert, mit meinem wilden Barbecue-Gewürz gewürzt, nochmal Teriyaki-Soße und dann gerösteter Sesam, schwarz und weiß. Jetzt schneiden wir unser falsches Filet an. Genau auf den Punkt. Das ist jetzt eine Kerntemperatur von 54 bis 56 Grad. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, bitte unbedingt einen Kerntemperaturfühler verwenden. So, jetzt richten wir das auf dem Gemüse. Zum Schluss einfach etwas Salz. Pfeffer. Und am Schluss etwas gerösteter Sesam. Und da ist es jetzt. Unser Rezept. Hirschrolle von der Schale. Falsches Filet genannt, auch Semmerrolle. Dazu schönes Kürbis-Apfel-Gemüse mit im Feuer gebratenen Shiitake-Pilzen. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr innovative Wildrezepte, schaut rein in mein Buch Wild gegrillt, ein tolles Werk mit lauter innovativen, schönen Wildgerichten. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch. Folgt mir auf YouTube für noch mehr tolle, innovative Rezepte. Bis bald, euer Tom. Macht's gut. Tschüss.